Hallo Leute, heute ein Elektrotraining in 5 Minuten. Arbeitspunkt, was ist denn das? Abgekürzt wird er ja als AP. Und ja, ein Arbeitspunkt ist ein sogenannter Betriebszustand. Das ist ein Betriebszustand eines Systems. Und zwar in diesem Betriebszustand, also gerade für Regelungstraining, sind die zeitlich veränderlichen Größen, die haben, also die zeitlich veränderlichen Größen haben feste Werte in diesem Arbeitspunkt. Also da ändert sich nicht mehr, nichts mehr. So, die Ausgangsgrößen haben Sollwerte erreicht. Okay, und es ist ein stationärer Zustand. Ja, was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir berechnen wissen was? Also wir wissen alle zeitlich konstanten, nee, alle zeitlich veränderlichen, so ist zeitlich veränderlich, veränderlichen Größen sind konstant und was ganz wichtig ist, und die zeitliche Ableitungen sind 0. Also wenn wir hier so Y-Punkt haben, das ist 0 zu setzen. Gut, und was bekommen wir dann daraus? Ein Wirkplan mit einer gewöhnlichen Differentialgleichung. Also gewöhnliche Differentialgleichung bedeutet, dass wir haben hier eine Funktion y Punkt und die ist nur noch abhängig von y plus 3x. Also es gibt nur eine Variable, also eine, die Funktion hat nur die Ableitung von einer Variablen. Also es gibt hier nicht mehr irgendwo ein plus x Punkt, das gibt es nicht, weil es wären dann zwei, sondern nur ein y Punkt von y, x plus u und so weiter. Also das ist der Arbeitspunkt. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit der Linearisierung, wie das so ungefähr funktioniert. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.